So, herzlich willkommen zurück zu Risen 3 Titan Lords. Titan Lords. Ich denke mal, Titan Lords heißt das. Ja, wir waren letztens stehen geblieben. In dieser Insel hier. Keine Ahnung, wie die genau hieß. Sollte ich vielleicht nochmal gucken. Wo ich nicht weiß, ob es hier einen Namen für die Insel gibt. Hier steht nicht wirklich. Ah, Antigua, genau. Alles klar. Ja, wir haben letztens hier ein paar Höllenhunde getötet. Von diesen Idioten da, die hier zum Beispiel. Oh, die Leiche ist weg jetzt mittlerweile. Ja, hier lag letztens zum Beispiel noch ein toter Dorfbewohner. Aber der liegt jetzt nicht mehr da. Ja, ich werde es jetzt nochmal probieren, nochmal die Höllenhunde hier hinten zu töten. Da hoffen wir, dass das diesmal vielleicht ein bisschen besser klappt. Und in der Hoffnung, dass ich vielleicht, weiß ich nicht, zusammen mit den anderen ein paar Leute, ein paar Hunde töten kann hier vielleicht. Das wäre ganz wünschenswert. Oh, hier drin sind auch noch Leute, sehe ich gerade. Und hier haben wir diese berühmt-berüchtigten Wasserfässer aus Risen. Wo ich mich manchmal minutenlang geheilt habe an den Wasserfässern. Aber ich glaube, diesmal geht das schneller, wenn ich bloß einmal... Ja. Ich heile mich komplett diesmal bei so einem Wasserfass. Das ist gut. Messer nehmen wir natürlich mit. Oh! Was soll das werden? Okay, das war geklaut. Hier geht eine Menge Messer rum. Das sind alles Standardpiraten, aber der ist anders. Und was ist das bei euch? Ah, lass mich raten. Eure Familie ist im Krieg verschollen und ihr seid nur rein zufällig und völlig zu Unrecht hier in diesem Dreck gelandet. Naja, ich vergaß, ihr seid natürlich fast verhungert. Nur ein paar Münzen und euch wäre schon geholfen, richtig? Warum gibt's eigentlich nur Vollidioten hier in der Stadt? Redest du mit mir, du Großmaul? Oh, hab ich euch beleidigt. Ich bin untröstlich. So, und nun würde ich euch gerne von hinten sehen. Und wer hat dir den Schädel verbeult? Ich sehe schon, ich muss es wohl deutlicher formulieren, dass man mich hier versteht. Ich möchte in Ruhe mein Bier trinken und mich nicht mit dahergelaufenen Vagabunden unterhalten. Verstanden? Vagabunden? Was seid ihr denn sonst? Was habt ihr geleistet, dass es sich für mich lohnt, mit euch zu reden? Ich bin der letzte große Piratenkapitän der Sitze. So, so, Kapitän, ja? Das unterscheidet euch natürlich immens von den anderen Großmäulern hier. Aber meinetwegen, ihr habt mich angesprochen, also was kann ich für euch tun? Ah, okay. Du gehörst jetzt ist auf einmal zu nett. Den Piraten hier. Natürlich habe ich mit dem gemeinen Volk auf dieser dreckigen Insel nichts zu schaffen. Was willst du dann hier? Ich suche meine Bestimmung. Aha. Schon klar, dass ihr das nicht versteht, aber ich kann das nicht besser in Worte fassen. Der Ruf des Schicksals führte mich auf diese Insel und ihm muss ich folgen. Ja, ich glaube auch nicht, dass das so die ganze Wahrheit ist hier. Ach komm, du siehst nicht so aus, als würdest du an so etwas glauben. Meiner Erfahrung nach ist Schicksal etwas, was man erzwingen muss. Hm, jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Wer, sagt ihr, seid ihr noch gleich? Ich bin jemand, der sich gegen das Schattenreich auflehnt. Ja, ja, wenn ihr so gut seid, dann beweist das. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der anpacken kann, anstatt nur zu reden. Wenn du zu jedem hier so freundlich bist, wundert es mich nicht, dass du noch niemanden gefunden hast. Also, was hast du vor? Die Höllenhunde in der Stadt sind nur die Vorboten einer größeren Bedrohung, die nicht auf dem Seeweg hierher kommen wird. Man munkelt, eine Horde dämonisch anmutender Krieger sollen sich der Stadt von Norden aus dem Hinterland nähern. Ich will diese Krieger sehen und prüfen, ob sie tatsächlich so dämonisch sind, wie behauptet wird. Fühlt ihr euch der Herausforderung gewachsen, mich zu begleiten? Das Hinterland ist groß. Wohin genau willst du? Erst einmal zum Rand der Stadt. Von da aus werde ich mir überlegen, wie es weitergeht. Ja, das klingt doch mal nach einem Plan. Dämonen aufmischen im Hinterland? Ich bin dabei. Ich weiß nicht, wie es da um euch bestellt ist, aber ich bin nicht gerade zimperlich, müsst ihr wissen. Ich bin einfach immer direkt hinter dir. Ja, genau das befürchte ich. Ja, warum geh du vor?
Ich folge dir. Gut, aber lasst mich nicht auf euch warten. Auf geht's. Ach, folgen wir dem Typen einfach mal. Warum nicht? Solange ich nichts töten muss hier oder getötet werde, soll das eigentlich alles in Ordnung sein. Aber mal gucken. Wir können ja mittlerweile auch rennen hier. Hey, pass darauf, wo du hinter bist. Oh, jetzt haut er ab. Warum sollte ich? Warum wohl? Ist gefährlich hier. Ich gehe, wohin ich will. Wenn du als Hundefutter enden willst, bitte. Liegt schon da, hast du Tote. Die Braut vom Hafen hat's auch schon erwischt. Und Donovan hat auch die längste Zeit in seiner Bude gewohnt. War nichts mehr zu machen. Soll ich das mal probieren hier? Ah, hat geklappt sogar. Sehr schön. Die Chance war zwar nicht allzu hoch, aber... aber hat geklappt. Schlechtes Gewissen wegen Scarlett? Ei. Und warum? War für sie verantwortlich. Wartest du hier auf etwas Bestimmtes? Ei. Und das wäre? Den richtigen Moment. Oh, meine Jetzt Güte. Komm auf den Punkt. Wenn du dann endlich die Klappe hältst. Auf dem Blutschwurplatz sind ein paar Biester, die brauchen mal einen Arschtritt. Arschtritte? Genau meine Spezialität. Zuzutrauen wär's dir. Hilf mir, die Viecher einzumotten und 100 Goldstücke gehören dir. Vielleicht sind das ja dieselben Viecher, was der Edward auch töten will. Ich bin bereit. Lass uns die Biester vom Blutschwurplatz jagen. Ei, zieh deine Waffe und mir nach. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ah, der rennt natürlich genau in eine andere Richtung. Komm, lass uns weitergehen. Fuck, wo gehe ich jetzt hin? Komm mit. Ach, ich glaube, ich plündere erstmal die Leiche, die hier rumliegt. Bill, tot. Ein Kristall hatte der dabei. Lass uns weitergehen. Ich hoffe, die andere Quest versaue ich jetzt nicht. Ah, hier vorne ist ja schon jemand. Ich denke, ab hier wird es gefährlich. Abwarten. Habt ihr Angst? Fragt wer? Ja, ja, schon gut. Ich will nur sicher gehen, dass ihr nicht beim ersten harten Kampf die Flucht ergreift. Lass die Sprüche. Geh lieber weiter. Gut. Bleib dicht hinter mir. Vorne ist doch schon jemand, oder? Ah, ich glaube, der gehört nicht dazu hier. Das war ein freundlicher. Ah, hier vorne sind Leute. Noch so ein Schattenbiest. Treff ich den nicht. Oh, ist ziemlich stark auf jeden Fall hier. Die ziehen ganz schön ab, die Idioten hier. Sollte wirklich aufpassen jetzt. Meine Fresse, die nervig. Hat ausgewichen. Ja, das ist natürlich super, wenn ich hier mit... Oh Gott, die sind wirklich nervig, die Typen. Wäre schön, wenn jetzt mal einer tot wäre hier. Oh, die hauen so böse rein, die Typen hier. Oh Mann, ey. Leck mich langsam am Arsch hier, ey. Der Typ ist so schwach, der liegt schon da, da. Ich glaube, ich gehe mal einen Schritt zurück zu den anderen Typen hier. Da hilft der mir mal ein bisschen mit hier. Ich glaube, einer ist schon tot. Oh, fuck, jetzt bin ich selber tot. Fuck, die waren zu stark auf jeden Fall. Und der Typ da hinten war auch tot. Leck mich am Arsch, das geht beschissen los schon. Naja, was soll's. Häufiges Speichern ist sinnvoll, ja. Das habe ich gerade festgestellt. Naja. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal probieren sollte jetzt. Die Typen sind so stark gewesen jetzt. Ich probiere es noch einmal. Ja, vielleicht sinnvoll, wenn ich den Typen erstmal hier herlocke. Ich weiß es nicht, was ist mit dem hier? Dieser Flecken Erde hier gehört mir. Also glaub ja nicht, dass ich ihn hergebe. Das kannst du auch gerne deinen Freunden in der Hafenstadt sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verjagen. Nicht? Was machst du dann hier? Ich bin auf der Durchreise. Ja, genau wie ich. Nur mich will ja niemand hier haben. Sei es drum.
Für Typen wie mich gibt es hier einfach keine Zukunft. Weichei. Warum bist du nicht in der Hafenstadt? Ich bin ja schon dort gewesen. Hab sogar diesem alten Fettwanz Spencer meine letzten Goldstücke in den Rachen geschmissen. Aber kaum willst du mal ein paar Flaschen Rum anschreiben lassen, wirst du vor die Tür gesetzt. Ein Scheißleben, sag ich dir. Jammerst du immer so viel? Ich habe auch allen Grund dazu. Während ich hier um mein Leben fürchte, hat der Rest ein Dach über den Kopf. Hätte ich wenigstens mein altes Zeug, dann könnte ich einen Neuanfang wagen. Was ist mit deinem Zeug? Naja, einen Teil habe ich versetzt, um an Gold zu kommen. Was bleibt einem sonst auch übrig, wenn dir die Kohle fehlt? Und der Rest ist in den Händen dieser Halsabschneider. Ich muss es irgendwie zurückkriegen. Wem hast du deinen Krempel überlassen? An die Fressen erinnere ich mich noch genau. Warte mal. Meine guten Klamotten habe ich für ein paar Goldstücke beim Lagermeister Flynn versetzt. Der hat das Zeug sicher gut verschnürt im Lagerhaus rumliegen. Und der Wirt Spencer trägt meinen Goldbeutel am Hosenbund. Aber ich will verdammt sein, wenn er ihn behält. Der Beutel war ein Geschenk meiner Mutter. Außerdem hat einer seiner Schläger mir meinen Degen abgenommen. Das gute Stück verrostet jetzt sicher in irgendeiner staubigen Ecke. Ich sehe mich nach deinem Zeug mal um. Was? Wirklich? Warum würdest du das tun? Ich habe nichts von umsonst gesagt. Bring mir mein Zeug und ich schau mal, was ich abdrücken kann. Deal? Deal. Ja, hoffentlich lohnt sich das. Je leerer die Taschen, umso leerer die Flaschen. Okay, der kommt leider nicht mit hier. Wo ist jetzt der andere Trottel hin hier? Ah ja, hinten. So, wie sieht's aus hier, Kollege? Ich denke, ab hier wird es gefährlich. Abwarten. Habt ihr Angst? So, wenn ich jetzt hier noch ein zweites Mal verrecke, dann weiß ich auch ja, nicht mehr. Ja, schon gut. Ich will nur sicher gehen, dass ihr nicht beim ersten... Kann ich das nie abbrechen hier? Das hatte ich da alles schon gehört hier. Meine Güte. Das Gequatsche immer hier. Mann, warum müssen hier so gleich drei Viecher kommen? Dieser Hund nervt mir am meisten. Er nervt mich am meisten. Okay, mit ein bisschen mehr Ausweichen klappt's vielleicht. Mal gucken, ob es jetzt vielleicht klappt. Oh, fuck. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oh, Mann, wie sind die Viecher so nervig. Vielleicht soll ich mal den hier oben vielleicht aushelfen. Oh, jetzt wäre jetzt einer tot. Oh, fuck. 5 Dämonenwichser. Glaube ich. Okay, diesmal sieht es ein bisschen besser aus, glaube ich. So, noch einer weg, sehr schön. Waren das alle jetzt schon? Ich hoffe es jedenfalls. Okay, das sieht ja schon mal deutlich besser aus jetzt hier. Ah, hier vorne ist einer. Okay. Schattenwaffe. Ich habe keine Ahnung, ob die gut sind oder nicht. Ah, Griffin ist fast tot. Ah, jetzt nicht mehr. Pff, ganz komisch. Leider kann ich die wieder nicht looten, die Typen hier. Was ist hier unten eigentlich noch? Ich glaube, ich gucke erst mal hier unten. Man weiß ja nie. Das ist verschlossen. Da ist ein Bett. Goldklee nehme ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, das Wasserfass hier können wir auch mal ein bisschen trinken hier. Kann ich meinen Proviant ein bisschen sparen. Ich habe eigentlich genug Proviant mit, aber ich meine, man muss es ja nicht. Kein Fleisch zum Braten. Man muss es ja nicht übertreiben. Ist hier hinten noch irgendwas? Weiß nicht. Immerhin 2 von den Idioten schon tot hier. Auch noch mit.
Lass uns weitergehen. Ja, ich bin gespannt, dass gut geht hier. Hier wird es langsam ungemütlich. Ja, das ist nicht mehr das Antigua, das ich kenne. Jemand hat hier ganze Arbeit geleistet. Die Schatten. Das schwarze Land breitet sich immer weiter aus. Kommt, das sehen wir uns genauer an. Hoffentlich kommen jetzt hier noch mehr Viecher. Also ein paar, aber nicht so viel auf einmal. Ah, es sieht schon deutlich anders aus hier. So, wieder ein Zwischenspeichern, sehr schön. Komm, lass uns weitergehen. Oh, natürlich kommen noch mehr Viecher jetzt hier, das ist nervig. Schöne ist, ich sehe nichts. Die Hunde sind nachher das Schwächste mit hier. Ja. Oh Mann, ey. Wo ist der andere Typ hier unten? Oh Mann, ey. Was ist das bitte schön hier? Oh Gott, ich sehe schwarz hier. Okay, jetzt vielleicht. Ja, mal gucken. Ist der Typ tot? Jetzt verfolgen mich alle hier. Aber es wäre nicht so gut, wenn er jetzt tot wäre. Wäre schön, wenn jetzt der Höllenhund tot wäre hier. Okay, wenigstens der Höllenhund ist tot. Und ich hänge irgendwo fest. Au. Nochmal einen Schritt zurück hier. Ah, hier ist ja deutlich stärker, wie es aussieht. Oh mein Gott. Was zum Teufel war das denn gewesen? Jetzt reicht's mir endgültig hier. Arschlecken, ey. Ich mache ja gar nichts mehr. Die Typen hauen mich mit einem Schlag, hauen die mir die Hälfte der Energie weg, ey. Die sind deutlich zu schwer auf jeden Fall. Oder stell mich zu bescheuert an, aber ich glaube trotzdem, wer mich mit zwei schweren Schlägen irgendwie wegkloppt, ich glaube, der ist deutlich zu schwer und ich verpiss mich jetzt einfach hier, Arschlecken. Der kann seinen Dreck alleine machen da unten. Das ist mir zu schwer jetzt hier. Hoffentlich stirbt der Typ nicht. So, Arschlecken hier. Ich mach bestimmt nichts mehr für den Idioten hier. Er kann seinen Dreck alleine machen. Mal schieben wir ein paar Höllenhunde hier vorne tot. Lass uns weitergehen. Oh, den helfen hier. Vielleicht ist der. Wenn wir zusammenhalten. Oh, die sind deutlich schwächer hier. Oh fuck. Gut, nicht gut. Wo bin ich? Was ist das für eine Kamera hier? Ja, das ging doch schon mal deutlich einfacher hier. Ich weiß nicht, wo das Problem war jetzt. Die Viecher auf dem Blutschwurplatz sind hinüber. 150 gut. Ruhm. Hier ist ein Anteil. Das sieht zwar nichts, aber okay. Ja, das ist ja schon ein deutlich anderes Kaliber gewesen jetzt, wie diese Idioten da hinten irgendwo. Butch ist auch im Arsch. Hängt die hier Leute oder köpfen die hier Leute? Ich weiß es nicht. Ist ein Teleportstein. Das ist, glaube ich, schon der zweite, den ich jetzt gefunden habe. Ich glaube, ich hatte vorher schon einen gefunden. Hier ist noch ein Pflänzchen. Nehme ich alles mit. Was ist das hier? Eine Bank. Ich brauche keine Bänke. Okay, das sieht aus wie Fallschaden hier, oder? Ja, das sind nicht mal 3 Meter gewesen. Aber naja, was soll's. Hier vorne ist ja, glaube ich, ein Fass. Das hier.